In den nächsten 3 Tagen müssen wir ordentlich bibbern und frieren. Wir haben Eistage, bedeutet Dauerfrost auch tagsüber und das eigentlich fast überall. Die Nächte knackig kalt, wir haben teils strengen Frost und dazu weiterhin Schnee und auch Glätte. Heute Morgen in München zumindest leicht angezuckert, da kommt jetzt auch noch etwas mehr hinterher. Wir sehen hier am Sonntag besonders Richtung östliche Mittelgebirge und auch südlich der Donau, da gibt es noch ein bisschen Schneenachschub mit der entsprechenden Glätte auf den Straßen. Also hier und da muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen. In der Nacht zu Sonntag schneit es eben besonders im Osten und im Südosten weiterhin leicht. An den Küsten sind auch ein paar Schneeflocken mit dabei. Im Westen tendenziell trockener, teils aufgelockert, teils neblig. Die größten Wolkenlücken gibt es in Schleswig-Holstein und so im nördlichen Niedersachsen. Da wird es dann auch richtig kalt, schon mal mit -7 bis -8 Grad. Noch kein strenger Frost, den gibt es dann in den Nächten danach. Am Sonntag tagsüber eben im Osten und auch im Südosten noch ein paar Schneeschauer. Die Schneefälle lassen also insgesamt nach. Dementsprechend kommt da nicht mehr allzu viel hinterher. Im Westen ziemlich dicht bewölkt. Über der Mitte insgesamt und auch im Südwesten die ehesten Chancen auf ein bisschen Sonnenschein. Und es ist eben verbreitet dauerfrostig. Meist haben wir so -1 bis -5 Grad. Entlang des Rheins und auch Richtung Nordsee auf den Ostseeinseln, da haben wir noch knapp über 0 Grad. Am Montag dann auch nicht wirklich anders, im Osten und über der Mitte Dauerfrost, im Westen 1, 2 Grad, mehr gibt es aber auch nicht. Und auch weitere Schneefälle und Schneeschauer im Osten, da bleibt die Glättesituation also angespannt. Am Dienstag lassen die Schneeschauer in der Früh nach, dann gibt es besonders im Norden häufigen Sonnenschein. Von Südwesten kommen aber schon wieder die nächsten Schneefälle auf.